Hallo, meine lieben Aktienfreunde, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Lasst uns erneut den Blick gen Osten schweifen, diesmal aber über Polen hinaus, über Russland hinaus, noch weiter bis nach China. Da ist ein Sack umgefallen und da steht drauf Alibaba. Ja, Alibaba hat ungefähr schon 30% verloren seit dem Allzeithoch und denen wird zugesetzt von der hohen Politik. Und zwar von beiden Supermächten, einmal von den USA und einmal sozusagen aus den eigenen Reihen, aus China, gleich zweifach. Mit was wir es zu tun haben hier, das erzähle ich euch. Dann wisst ihr, was Sache ist. Dann gucken wir uns noch kurz den Aktienkurs an, die Bewertung, ob aus meiner Sicht die Aktie jetzt, wo sie doch optisch etwas günstiger ist als vorher, ein Kauf ist. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich betreibe die Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien und ab und zu geht es auch um Nervenkitzel, sei es CD-Projekt oder jetzt in diesem Fall eben Alibaba. Lässt sich nicht ganz vermeiden an der Börse, aber ich sage jetzt, hat es öfter Spielspaß und Spannung muss sein. Ist halt was für Erwachsene. Aktien, Überraschungsei für Erwachsene. Gucken wir uns kurz mal auf TradingView.com die Situation an. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Okay, 30% weniger ungefähr. Aber wir haben noch ein bisschen Luft bis zum Corona-Tief. Kann ja noch werden, was noch nicht ist. Ja, ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, hier zum Abschuss freigegeben. Einmal China, einmal die USA und mittendrin Alibaba zum Abschuss freigegeben. Kannst du den noch parallel durchlesen. Im Zweifelsfall ist es da detaillierter als das, was ich dir in dem Video sage. Hier soll es nur um den groben roten Faden gehen, damit du im Prinzip Bescheid weißt. Ja, dann fangen wir doch mal an. Und zwar erstmal mit den USA. Die haben ein hübsches Gesetz verabschiedet im Dezember, in diesem Dezember. Und das heißt Holding Foreign Companies Accountable Act, auf Deutsch Gesetz zur Rechenschaftspflicht ausländischer Unternehmen. Ja, was verfolgt denn die USA da? Die wollen zum einen sicherstellen, dass die Zahlen stimmen, die ausländische Unternehmen melden. Und zum anderen wollen sie die Kontrolle über die Einflussnahme ausländischer Unternehmen auf die USA begrenzen. Ihr wisst, dass in den USA the big money winkt. Das heißt, es ist toll, wenn man da hingehen kann, ein IPO machen und dort Geld einsammeln. Hat auch Alibaba gemacht. Jetzt ist es aber so, dass wir den ein oder anderen Bilanzskandal schon hatten aus China, chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet gewesen sind. Das letzte war Luckin Coffee. Es war ein relativ großer Skandal und da verlieren natürlich die Investoren Geld, auch wir, wenn wir in solche Unternehmen investieren. Und jetzt ist es, denke ich, nachvollziehbar, wenn die USA dann sagen, wir wollen das Zahlenwerk besser kontrollieren können. Auch in Form eines Aufsichtsorgans, der Wirtschaftsprüfer, der Aufsicht, der Aufsicht sozusagen, die heißt Public Company Accounting Oversight Board. Und die wollen direkt Einsicht haben in das Zahlenwerk chinesischer Unternehmen, notfalls auch selbst vor Ort dort sein. Das ist, wie ich finde, eine nachvollziehbare Begründung und auch Forderung, wenn diese Unternehmen schon. Diese chinesischen Unternehmen beispielsweise, und es geht ja aber nicht nur um chinesische Unternehmen, sondern um ausländische Unternehmen allgemein. Aber wenn jetzt ein chinesisches Unternehmen in den USA gelistet ist, dann sollte es schon sichergestellt und geprüft werden können auf Seiten der USA, von wo man ja auch das Geld eingesammelt hat, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist das eine. Das andere ist die Kontrolle der Einflussnahme ausländischer Staaten. Das sieht schon ein bisschen anders aus, beziehungsweise wird es etwas heikel, denn die USA wollen insbesondere mit Ziel China, dass klar bekannt gemacht wird, welcher der Vorstände und des im hohen Management der Kommunistischen Partei angehört. Und das finden die Chinesen wiederum nicht so lustig und ich denke, das ist auch relativ. Es sind auch relativ viele, die dieser kommunistischen Partei angehören. Naja, und da muss man mal schauen, wie die USA und China zusammenkommen, insbesondere. Denn, und das ist das drohende Damoklesschwert, wenn 3 Jahre lang hintereinander die Public Company Accounting Oversight Board oder das Board nicht Einblick in das Zahlenwerk bekommt und eben nicht nachprüfen kann, ob alles eingehalten wird und auch die Kontrolle der Einflussnahmen nicht überprüfen kann, dann
kann das entsprechende Unternehmen aus der Börse geschmissen werden. Das heißt, es kann ein Delisting stattfinden. Der ADRs, American Depository Receipt. Was würde das heißen oder bedeuten? Das bedeutet nicht, dass so ein ADR dann ist ein Zertifikat, dass dieses Zertifikat dann wertlos wäre. Es heißt nur, es könnte dann nicht mehr gehandelt werden an der amerikanischen Börse. Aber over the counter nach wie vor, over the counter, das heißt außerbörslich. Außerbörslich Lang und Schwarz beispielsweise, die Baader Bank, Commerzbank, die bieten alle außerbörslichen Handel an. Und so könnte man dann nach wie vor diesen ADR sozusagen auch verkaufen, wenn man denn wollte. Die Spreads werden gegebenenfalls größer. Und wenn es so eine Ankündigung gäbe wie Alibaba wird delistet von der Nasdaq, können wir mal davon ausgehen, dass der Aktienkurs erstmal nachgeben würde. Aber im Prinzip würde dem Unternehmen selbst Alibaba jetzt erstmal kein direkter Schaden entstehen. Die sind ja auch, die haben ja auch noch ein Listing in Hongkong. Das ist ja ein relativ neues Zweitlisting. Es würde dort ganz normal weiterlaufen, der Börsenhandel. Und künftige Kapitalerhöhungen könnten dann dort gemacht werden, anstatt in den USA. Und wer das Thema einfach umgehen möchte mit Alibaba, der kauft einfach die Originalaktie. Ich kann euch auch gerne mal zeigen hier. Das ist die FactSet Workstation. Und da haben wir hier dann die unterschiedlichen Notierungen angezeigt der entsprechend der Alibaba-Aktie. Und wir haben hier die ADR, das ist die. Falls ihr Alibaba im Depot habt, dann habt ihr wahrscheinlich die hier. Und ihr könntet dann aber auch noch die Alibaba hier kaufen mit einer anderen ISIN, mit einer Hongkong ISIN. Und die notiert dann entsprechend den Hongkong-Dollar, verbrieft aber ein und dasselbe Unternehmen. Und dann wäre diese Geschichte erstmal mehr oder weniger gegessen bezüglich dem ADR-Delisting, dass dann der Kurs trotzdem noch fallen kann, falls die Zwillingsnotierung in den USA vom Börsenhandel verschwindet, ist eine andere Geschichte, aber es wäre auf jeden Fall entschärft. Das ist das eine, was Alibaba zu schaffen macht. Das andere ist, kommt aus China, also von der Seite hier, und zwar die Absage des IPOs der Ant Group, früher Ant Financial. Wäre der größte Börsengang aller Zeiten gewesen, der Börsenwert hätte gelegen bei ungefähr 300 Milliarden US-Dollar, 313 Milliarden US-Dollar sogar. Wenige Tage davor ist es abgesagt worden. Für alle völlig überraschend. Ich wusste es auch nicht. Und man hat eine Weile gerätselt, was da jetzt eigentlich los ist. Man hat gesagt, okay, vielleicht hat Jack Ma, der Gründer von Alibaba, und Alibaba hält einen 33-prozentigen Anteil an der Ant Group. Vielleicht hat er die allmächtige chinesische Partei erzürnt. Jetzt muss man vielleicht wissen, es gibt in China zwei Parallelwirtschaften sozusagen. Eine hocheffiziente, wo Alibaba, Tencent und Co. sind. Das ist privatwirtschaftlich. Und dann gibt es noch etwas, was eher mit dem Staat zusammenhängt. Und das ist deutlich weniger effizient, ist aber mindestens genauso wichtig, weil es geht ja in China auch darum, den sozialen Frieden zu bewahren. Das macht man über Wirtschaftswachstum, Wohlstand. Und wenn der bröckeln sollte, weil etwas ineffizientere Unternehmen Konkurrenz bekommen aus dem Privatsektor und dann im schlimmsten Fall sogar pleite gehen, da würde das soziale Unruhen, Verwerfungen nach sich ziehen, Arbeitslosigkeit und so weiter. Und das kann die Kommunistische Partei beileibe nicht gebrauchen. Und jetzt sieht es für mich so aus, dass die Kommunistische Partei keine Lust hat, dass die Ant Group dem privaten Sektor, insbesondere dem Bankensektor, Konkurrenz macht und ihnen das Geschäft wegzieht. Gehen wir mal kurz hier hin und gucken, was die Ant Group so macht. Sind ursprünglich ein Zahlungsanbieter gewesen. Das heißt, die haben Online-Zahlungen getätigt. Das gilt von links nach rechts geschrubbelt, übers Internet, so wie wir es ja schon kennen, von PayPal und Co. Und sind dann aber darüber hinaus gewachsen ins Versicherungsgeschäft, Vermögensverwaltung und insbesondere auch in die Kreditvergabe, Mikrokredite beispielsweise auch. Und das ist eigentlich alles ein Banken- bzw. Versicherungsgeschäft. Und das machen eigentlich andere, größere Unternehmen, die eher mehr Verbindungen zum Staat haben und nicht unbedingt mehr im privaten Sektor sind. Und denen zieht man jetzt quasi das Geschäft weg mit sowas.
Und ich gehe davon aus, dass das der Partei überhaupt nicht gefällt. Und deshalb sagt die Kommunistische Partei, ja, liebe Freunde, beschränkt euch mal wieder auf das, wo ihr hergekommen seid und geht dann mal wieder zurück, nämlich hier auf Online-Payments. Und das andere gebt ihr mal gefälligst alles auf. So habe ich das jetzt verstanden. Das heißt, die Arngrub soll jetzt ziemlich stark kastriert werden und wird dann natürlich auch deutlich weniger wert werden. Ich habe auch Zweifel, ob es dann überhaupt noch für ein IPO taugt. Also nichts mit 313 Milliarden US-Dollar, wovon dann oder woran dann die Alibaba Group zu 33% beteiligt gewesen wäre oder profitiert hätte, sind ja immer noch zu einem Drittel dran beteiligt. Und das ist eben blöd. Das ist auch eine sehr schlechte Nachricht, definitiv. Und es ist auch eine Einmischung des chinesischen Staats, wie ich sie so vorher noch nicht auf jeden Fall. Wie sie mir vorher so noch nicht bewusst gewesen ist, weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat. Die gute Nachricht ist, dass das Geschäft von Alibaba direkt das Kerngeschäft nicht betroffen ist. Das Kerngeschäft ist der Onlinehandel, der ja eben über die Ant Group auch abgewickelt wird, aber das dürfen sie ja nach wie vor machen. Nur sozusagen das erweiterte Geschäft, das eben nicht. Und es ist ja genau das, was für die Ant Group am interessantesten gewesen wäre, denn das ist im Prinzip das Kernprodukt Online-Payments, von da zwar alles geht, aber da kann man seine Gebühren abzwacken, aber das wirkliche Wachstum wäre hier in diesen anderen Bereichen gewesen. Die offizielle Redensart der Kommunistischen Partei ist, dass die Ant Group Geld ausgibt, also Mikrokredite und so, und Leute in die Abhängigkeit führt und die sind dann überschuldet, weil es ja alles so einfach geht mit dem Handy und so und es sei nicht gut und die bauen dann große Risiken auf. Aber seien wir ehrlich, das klingt alles für mich jedenfalls relativ vorgeschoben. Ist ja nicht schlecht, wenn die Leute relativ unkompliziert Kredit kriegen erstmal. Und ich denke, dass das Risiko größer ist, dass jetzt zum Beispiel irgendeine Bank pleite geht, als dass also anstatt dass Alibaba bzw. die Ant Group pleite geht, weil hier haben wir hocheffiziente Unternehmen. Aber gut, so ist es normal und irgendwas muss man dann natürlich sagen. Jetzt gibt es noch dritten Gegenwind und der kommt auch aus China und das ist der Vorwurf des Marktmissbrauchs. Und das ist auch eine ernste Sache und das war das Letzte, was aufgepoppt ist und was dann auch zu dem letzten Kursrückgang geführt hat. Und zwar haben wir ja mehrere Handelsplätze in den USA bzw. Anbieter, auch JD.com beispielsweise. Aber Alibaba ist der Platzhirsch. Und Alibaba macht jetzt sowas Ähnliches. Naja, sowas Ähnliches wahrscheinlich nicht wie Amazon, da komme ich noch drauf. Aber sie wollen im Prinzip eine Exklusivvereinbarung haben mit den Händlern, die über Alibabas Handelsplattformen verkaufen und sagen, wenn wir dich erwischen, wie du woanders noch was verkaufst, dann bestrafen wir dich im Ranking oder wir delisten dich ganz. Schon wieder Delisting, aber jetzt delistet quasi Alibaba. Und das behindert tatsächlich den freien Wettbewerb. Also so sehe ich das auch. Das ist tatsächlich, wie ich finde, ein Marktmissbrauch. Vielleicht noch schlimmer als das, was Amazon macht. Ihr erinnert euch, wir haben auch eine Amazon-Aktienanalyse vor kurzem nochmal aktualisiert. Da ist ja die EU-Kommission und auch die wirft Amazon Marktmissbrauch vor auf dem Amazon Marketplace. Das heißt, Händler zu benachteiligen, die sich nicht eng an Amazon binden, auch über Sichtbarkeit und über einige andere Dinge. Ja, und darüber haben sich schon die Konkurrenten wie JD.com 2016 beschwert, haben schon Klage eingereicht, aber der chinesische Staat hat erstmal nichts gemacht, ist erstmal untätig geblieben und jetzt kommt er. Und das Timing ist natürlich höchst verdächtig. Kurz nachdem der chinesische Staat, die Regierung oder Partei, wie auch immer, den IPO abgeblasen hat, kommen sie jetzt auch damit um die Ecke und geben jetzt nochmal eine Watsch der Ant Group. Und das ist natürlich schon sehr verdächtig, dass jetzt die kommunistische Partei die Ant Group auf dem Kicker hat und da eventuell ein Exempel statuieren möchte. Ich habe jetzt eigentlich, also es kann dann auch natürlich auch noch sein, dass dann noch mehr hinterherkommt, man weiß es nicht so genau. Von diesen drei Dingen, die ich jetzt erwähnt habe, Delisting, ADR, Absage des IPOs und eigentlich sind es ja vier, Absage des IPOs und dann hier noch das Zurechtstutzen,
Das muss ich vielleicht nochmal ändern hier, die Überschrift, weil das ist ja eigentlich gar nicht das Schlimme, die Absage des IPOs, das Zurechtstutzen, das Kastrieren der Ahnengruppe, das ist das eigentlich Schlimme. Und das ist deutlich, also von allen drei das Schlimmste, also noch schlimmer auch deutlich, finde ich, als der Vorwurf des Marktmissbrauchs. Denn sollte die Alibaba Group da verurteilt werden, dann ist es ja auch den anderen verboten, sowas zu machen, weil die versuchen nämlich auch ähnliche Dinge zu machen, habe ich gelesen. Nur haben sie halt nicht so eine hohe Marktmacht und denen bringt es halt weniger. Also damit könnte Alibaba Group leben. Aber mit der Kastrierung der Ahn Group, ich glaube, das tut schon weh und das könnte auch möglicherweise zu Abschreibungen führen von diesen 33%. Ich weiß, dass die Alibaba Group nichts bezahlt hat. Die haben einfach nur Intellectual Property ausgetauscht und der Ahn Group zur Verfügung gestellt und dafür quasi ein Drittel bekommen. Das ist ja eh alles das ist ja eh alles Geschacher gewesen, weil über persönliche Beziehungen mit Jack Ma und so. Also da ist kein Geld geflossen, aber, und da bin ich jetzt mal nicht sicher, wie das bilanziert ist, es könnte jedenfalls zu außerordentlichen Abschreibungen führen und den Gewinn verhageln, wenn das Unternehmen dann deutlich weniger wert wird, also die Ahn Group deutlich weniger wert wird. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal die Bewertung an. Ups, jetzt habe ich mich vertan. Ich bin jetzt bei Tesla. Da springt es gerade ein bisschen hier. Okay, jetzt gehen wir mal zur Bewertung. Und wir orientieren uns da hier am bereinigten Gewinn und machen alles andere mal weg. Aber wir machen es jetzt relativ schnell. Also du siehst hier, wir haben auf dem bereinigten Gewinn beruhend ein durchschnittliches KGV von 28,4. Und momentan sind wir hier bei den 222 US-Dollar. Ich klicke das mal weg. Ist übrigens schon schön, wie dieser Gewinn immer schön stabil verläuft hier. Sind Wachstumsraten um die 25% im Jahr. Also das ist schon wirklich ordentlich. Momentan hätten wir einen fairen Wert basierend auf der Schätzung des laufenden Geschäftsjahres von knapp 290 US-Dollar. Aktie liegt aber bei 222 US-Dollar, macht ein kurzfristiges Renditepotenzial von 30%. So viel auf dem Papier. Aber diese letzten schlechten Nachrichten bezüglich der Kastrierung der Ahn Group sind jetzt noch ganz neu, sind möglicherweise nicht ganz eingearbeitet hier. Und auch das bezüglich dem Marktmissbrauch, dem Vorwurf, ist wahrscheinlich auch noch nicht eingearbeitet. Das heißt, wir müssen hier ziemlich vorsichtig sein und wir wissen auch nicht, was da noch kommt. Deshalb wäre mein Vorschlag, wir machen mal ungefähr ein Drittel Sicherheitsabschlag hier. Und dann sind wir bei ungefähr 20. Dann sagen wir jetzt quasi, dass der faire KGV nur noch 20 ist anstatt 28,4. Und dann sieht man, dass der faire Wert jetzt nicht mehr bei 290, sondern ungefähr bei 200 US-Dollar wäre. Und dann wäre die Aktie nach wie vor, also jetzt überbewertet. Ich zoome mal hier noch ein bisschen näher ran hier. Und wenn wir jetzt mal gucken, mit was für einer Rendite da rechnen könnte, dann wäre auf dem Aufwärtspotenzial ein Abwärtspotenzial geworden, kurzfristig von knapp 10%. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Und jetzt können wir noch mal weiter gucken. Jetzt sagen wir mal, also wir haben jetzt alles nach unten gerechnet, gehen aber hier nach wie vor davon aus, dass die Gewinne so entsprechend steigen werden, haben jetzt nur das Multiple nach unten geholt, um der hohen Unsicherheit Rechnung zu tragen. Jetzt könnte man die Punkte hier verbinden. Moment, und dann sagen, wie hoch ist die Rendite beruhend auf dem aktuellen Kurs, auch wenn die Aktie etwas überbewertet ist. Und der faire Wert der Aktie läge dann bei 307 US-Dollar fürs Ende des Geschäftsjahres 2023. Bei einem KGV von 20 würde eine Rendite von 15,5% bedeuten, eine jährliche Rendite von 15,5%. Jetzt kann man aber noch argumentieren, dass hier die Gewinnsteigerungen auf Prognosen beruhen, die zu optimistisch sind. Jetzt könnte man das auch noch gerne deutlich nach unten korrigieren. Zum Beispiel runtergehen von 307 US-Dollar fairen Wert auf 266 US-Dollar, dann hier nochmal verbinden und dann hätten wir eine jährliche Rendite noch von 8,3%. Das wäre dann die Renditeerwartung. Und dann hätten wir jetzt quasi zweierlei Hinsicht die Bewertung nach unten geführt, beziehungsweise zwei parallele Risikoabschläge vorgenommen für die Bewertung der Alibaba-Aktie und kämen dann nach wie vor auf eine Rendite von 8%. 8% ist jetzt für so eine Tech-Aktie
nicht viel. Also auf der einen Seite positiv, dass wir überhaupt eine positive Renditeerwartung haben. Auf der anderen Seite, ja, es ist nach wie vor eine Aktie, die mit hohen Unsicherheiten behaftet ist, die halt extrem hohe politische Risiken hat. Und man sagt zwar, politische Börsen haben kurze Beine, aber in diesem speziellen Fall bin ich mir da nicht so sicher. Wir haben dieses drohende Damoklesschwert des Delistings, was nicht ganz so schlimm ist, aber das geht ja schon über mehrere Jahre. Und wir haben diesen Vorwurf des Marktmissbrauchs, den ich nicht ganz so ernst nehme, aber die Absage des IPOs und dann insbesondere die Kastrierung der Ant Group, das ist schon ein starkes Stück. Und da weiß ich nicht, ob da noch was kommt. Und das sieht man jetzt mal ganz deutlich, dass die chinesische Partei hat die Maske fallen lassen und jetzt tatsächlich rigoros vorgeht, auch in die Privatwirtschaft eingreift. Und das kann jetzt vieles bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass die chinesischen Aktien jetzt allesamt einen Abschlag kriegen werden in der Bewertung. Es kann bedeuten, dass da noch was nachkommt. Und deshalb ist die Alibaba-Aktie jetzt wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ich habe Alibaba-Aktien im Depot. Ich behalte die jetzt fürs Erste, aber ich kaufe jetzt auch nicht nach. Ich gucke mal einfach, wie es weitergeht. Was vielleicht interessant sein kann für euch noch, wenn ihr nicht abgeschreckt seid von China, wer jetzt davon profitieren wird, das werden bestimmt die chinesischen Banken sein. Da gibt es ja auch einige, in die man investieren kann, die auch fundamental ganz ordentlich aussehen. Die profitieren definitiv von der Kastration der Ant Group, weil denen hier ein Konkurrent weggenommen wird. Vermutlich wird es dann auch nicht nur Alibaba bzw. die Ant Group betreffen, sondern auch noch andere ja, Tech-Companies, die der Ant Group nacheifern und nacheifern sind. Es gibt ja dann auch was, die anderen üblichen Verdächtigen, wie beispielsweise Tencent. Gut, ich hoffe, das war der Überblick. Ihr wisst jetzt so ungefähr Bescheid, wie die Situation da ist. Also ganz auf die leichte Schulter kann man es nicht nehmen. Schreibt mal unten rein in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache seht. Würde mich interessieren, ob ihr China schon abgeschrieben habt oder den Aktien noch eine Chance gibt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.